Gut. Ich glaube. Du gehst nicht raus. Ach ja. Ich glaube, ich werde bei dem Outfit übrigens bleiben, ne? Sieht eigentlich ganz nett aus. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich wieder vernünftig zu Papa komme. Oder nicht? Warte mal, oh Gott. Nein, die dicke Straße lang. Ich glaube, hier werde ich öfters mal auf die Karte gucken müssen. Ansonsten verfranze ich mich hier jedes Mal. Bin ich mir fast sicher. Okay, da kann ich natürlich nicht fahren. Darf. Ich wollte gerade sagen, darf ich hier überhaupt fahren? Aber ja. Okay. Wenn die anderen hier fahren, dürften wir das auch. Und vielleicht sollte ich. Ja, wir müssen aber mal einen Umweg machen. Ich glaube, kaufen ist dann doch schneller. Außer wir sind gerade in der Nähe. Wegen der Weste, ne? So. Kann natürlich sein, weil das jetzt mitten in der Nacht ist, dass wir es nicht machen dürfen. Aber bisher hatten wir da, glaube ich, noch gar keine Probleme mit. So. Chefe. Ich bin da. Arrivederci, Pauli. Hey Sal, it's me, Tony. Tony, it's good to hear your voice, kid. These chumps won't let me see nobody. Listen, I got plenty of business to take care of. Take Paulie to Stocco. His family's finished in this town, but he thinks he can just run away like he's got no dues to pay. I'm in jail because of that bastard. Make that son of a bitch pay. Na super. Okay, von Paulins Tag gerade. Okay. Wo ist das? Okay, da muss ich. Muss ich erstmal nach unten. Das Ding ist. Das wird doch bestimmt wieder so ein Sack sein. Der. Eine übelste Weste anhat. Das hatten wir ja schon mal gehabt. Und da hatte ich ja Glück gehabt, dass ich so. Na, dass der ein bisschen an der Kiste rumgebackt ist. Ich hoffe, dass wir dieses Glück hier nicht auch brauchen, aber. Wow. Das ist halt ein Boss, irgendwie. Also ich bin mir ziemlich sicher. Oder vielleicht aus dem Auto raus, aber unsere Karre ist schon einigermaßen beschädigt. Das ist schon mal scheiße. So, was soll ich? Wen soll ich denn hier wo? Oder nur reden vielleicht mal? Ja, lol. Lass ihn nicht in Ko. Ja. Treffe ich da überhaupt ihn? Warte. Ah, shit. Ich dachte, ich hätte noch gekriegt. Oh Gott. Oh Gott. Ah, oh, fuck. Hab schon überlegt, hätte ich vielleicht mit der Sniper machen sollen. Lass sie nicht hinkommen. Ich kann ja hier unten nicht ru. Oh Gott. Oh Gott. Ladies and gentlemen, Paulie Sindaco has left the building. Okay. Das war eine schmutzige, schnelle Geschichte. Nice, nice. Ich weiß, da war noch ein Sammelding. Die Sache ist nur. Toll. Ich muss mich gut von der Karre verabschieden. Ich komme noch niemals vernünftig rüber. Gut, dass das so geil funktioniert hat mit der Sniper. Nice. Oh, guck mal. Dann nehmen wir das dafür mit, ne? Ja, bitte. Yeah. Tony, it's Donald. Was? No, no, wait, don't hang up. I've got a very exciting proposition for you. Please come by my current residence and I'll fill you in. Tony, please, Tony, have a heart. I'm calling you from my last. Okay, ist der hier auch unterwegs? In dem Viertel?
Verpiss dich. Ja, ist er sogar. Warum muss ich denn da hinten immer speichern? Okay, ich werde jetzt was ganz Blödes machen, ansonsten werde ich die Mission halt wahrscheinlich abbrechen müssen. Ist der hier unten? Das ist eine Falle. Er hat doch mich für alles verantwortlich gemacht. Das ist eine pro Falle. Und ich bin so doof und renne da mitten rein. Bauherrenmodell Pentlandic. Naja. I know what you're thinking, Tony. How the mighty have fallen. But this is just a temporary blip, my man. Okay. Oh, don't be all touchy. I know I said some nasty things about this being your fault and all, but hubris is a nasty, nasty bedfellow. Almost as nasty as termites. And trust me, I've tried both recently. Wait. You and me are on our way back. I never went away. We're in this together, amigo. No, we're not. Please. Please? Please? Forget about it, buddy. It's all your fault? Pathetic. 10%. 10% of what? This? Oh, you're too kind. Not of this. Of something really big. Come. I'll tell you about it on the drive. I hope you have your car. Mine's in the, shop. Yeah. Tony, transportation would be a boon. Ja, toll. Ich hoffe, das lohnt sich wirklich, ne? Dass wir ein großes Stück von irgendwas kriegen. Ich bin ja mit dem Taxi hergekommen. Haben wir... Ich will halt nicht wieder... Oh, ja, haben wir. Ich kann sagen, nicht wieder mit der Popelkarre rumfahren. So. Bitte steigen Sie aus. Bitte steigen Sie nicht wieder ein. Okay. Ja, wenn der schon sagt, keine Minute zu verlieren. Okay, wir sind noch im richtigen Weg. Gut, gut, gut. Oh, ja. Das sind meine besseren Pläne, für sure. I never knew I had it in me. Even Avery would be proud. Naja, sehe ich noch nicht so. Aber erzähl mir doch einfach, was du Großes planst und dann können wir weiter gucken. Wow. Oder? Tony, my ex-mentor Avery Carrington is flying into town today. It's come to my attention that he's working for the Panlantic Corporation. They'll do anything to get prime real estate. We have to get hold of his plans to acquire land. Come on, Tony, get after him. Warte mal, kennen wir den Typ nicht aus Teil 3? Haben wir nicht für den gearbeitet? Hm. Panlantic must have employed the cartel to protect Asia. There he is! Kill him, Tony! Ja, was steigst du mit aus, Mann? Ich wollte doch die Pläne holen. Ja. Shit. Die Kacke ist, die werden uns noch verfolgen, ne? Okay, kein Unfall bauen. Wo müssen wir hin? Okay. Shit, shit, shit. Nirgendwo gegenfahren. Fuck. Okay, die scheinen uns doch nicht zu verfolgen. Keine Ahnung, ich will aber trotzdem mal schnell hier rein, Mann. Na. This is gonna make me a fortune. Okay. Okay, nice, das ging echt schnell. Das Ding ist, ich muss halt wirklich speichern, ne? Ich muss halt wirklich...
Okay, dann war sogar schon richtig und dann quer rüber. Ich muss halt wirklich speichern. Weil Glück gehabt, dass das jetzt auch so schnell ging. Wow. Scheiße. Haben wir nicht eine Garage, wo wir das Ding mal schnell reinstellen können? Bei dem großen Grundstück hier? Ich muss halt wieder eine extra Runde drehen, ne? Okay, wenn ich noch irgendwo gegenkomme, ganz ehrlich, ich muss, glaube ich. Ich sollte dann, glaube ich, irgendwie aussteigen. Boah, ich sehe fast gar nichts. Oder nee, scheiß aufs Aussteigen, warte. Natürlich müssen da gleich die Bullen kommen. Natürlich, na klar. Immer diese fucking Extra-Runde hier. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich auch bei der anderen Seite irgendwie runterfahren. Aber ich will ehrlich gesagt nicht jedes Mal die Karre dabei schrotten. Und das würde ich wahrscheinlich super hinkriegen. Alter, was fahrt ihr denn hier für eine Scheiße zurecht? Leute, rafft euch mal. So, das war meine Endfahrt. Haben wir hier Reedy? Nicht mal hier hinten irgendwo? Nö. Kann man hier wohnen und keine? Lol, warte mal. Lol, das ist meine Garage. Okay, ich dachte, die Einfahrt führt zu einem anderen Wohnhaus. Lol. Okay. Das Ding ist, ihr wisst ja, ich will ja mir Chefe oder Baba, wie ich ihn ja so schön nenne, noch bis zum Schluss aufheben. Deswegen mache ich erstmal seine Geschäfte hier. Mal schauen, was der so Großes an Land ziehen will. Das einzig Gute noch an der Map hier, muss ich sagen, wir haben ständig vernünftige Karren eigentlich, ne? Klar, wir haben auch schon ein bisschen Mist gesehen, aber dennoch. Aber vielleicht muss ich nicht immer eine extra Runde fahren, wenn ich jetzt, warte mal. Das war doch hier drüben. Ich weiß aber nicht, ob das schneller ist, ne? Dann könnte ich nämlich das machen. Aber hier brauchst du einfach nur Stoff geben und bist jetzt schon wieder drüben. Whoop. Leute, fahrt doch mal ordentlich. Fahrt doch mal, kommt wieder. Gott, warte. Mist, gerade wo wir unten waren, fällt mir ein, was habe ich gesagt gehabt wegen der scheiß Weste. Die hätte ich mir da gratis abholen können. Och, Junge! So. Dass die auch immer so eine Kack-Einfahrt hier haben muss. Ganz ehrlich. Donald. Okay, vielleicht rückt er jetzt nochmal mit seinem richtigen Plan raus. Was der hat. Presse. Was? Pressing? Tony, at last! A reporter witnessed us killing Avery. He has photos. Oh God, I'm finished! Calm down, will you? Where is this reporter? Oh, Tony, you're wonderful! Apparently he's working on an undercover job at the church on Staunton Island. Get the photos and bury him! Natürlich. Warum bin ich extra mit meiner schnellen Karriere gefahren, um jetzt mit dem Alter hier rumzugondeln? So, wo muss ich hin? Oh, wieder zurück. Warte mal. Dicke Straße, ne? Und ganz ehrlich, bei meinem Glück ist die scheiß Brücke doch wieder oben. Entschuldigung. Der ist aber ganz schön geflogen, der Kollege. Ach ja. Okay, ist aber bloß
Ich habe halt wieder nicht richtig aufgepasst. Wow. Also gut, von mir aus kann jetzt die Brücke hochgehen, das wäre mir scheißegal. Gott sagen, was nu? Ja, Staten Island ist cool, ist cool. Entschuldigung. Komisch, dass die Bullen mich wegen jedem Scheiß anhalten, aber wenn ich jemanden richtig schön hinten reinballer, außer bei denen, juckt sie gar nicht. Komisch. Komisch aber auch. So, und da drüben, da drüben. Oh Gott. Ja, da. You got some photos of me. Where are they? I don't know what you're talking about. Warte, ich lese mir das hier durch. Verprügelnde Reporter, okay. Warte. So. Where are the goddamn photos? Don't hurt me. Ihr wisst ja, ich hab's eigentlich schnell mit umbringen, deswegen. No. Come on, you little pussy, give them up. Okay, okay. I'll okay. Get you the photos. I stashed the film in my locker. Und wo ist das? War zum Versteck. Okay. Du Pfeifer. Ich wollte gerade sagen, eine schnelle Karre wäre aber auch ganz günstig in dem Moment jetzt. Aber wenn ich hier den komischen umgebohrten Lockenwickler da schon wieder höre. Nö. Oh, warte. Ich sehe da was Schönes. Komm schon. So. Mein Freund, es tut mir sehr, sehr leid. Aber Ihr Wagen ist konfisziert. Ne? Ich wollte gerade sagen, warum wollte der jetzt einsteigen? Du hast den Reporter zurück. Ach, das war der Reporter. Ich wollte gerade sagen, warum ist denn der bitte bei mir eingestiegen? Lol, das war der Reporter. Alter, wehe. Und ich habe mich schon gewundert. Warum bitte bei uns irgendjemand im Auto mit drin sitzt. Ich habe das nämlich gar nicht gecheckt. Lol, hier wohnt der. Hier haben wir schon einige Sachen gebracht. Von der Kirche, wisst ihr noch? Here they are. Take them. I didn't get them processed yet. You piece of shit. Ich hoffe, ich lasse mir jetzt nicht zu lange Zeit. Ja, ja, ich bin schon dabei, Mann. Ich bin schon dabei. Oder der fährt natürlich irgendwo da lang, wo ich mit dem Auto gar nicht hinkomme. Weil ich wollte... Oh, scheiße, hätte ich doch den Roller nehmen sollen. Und kann das vielleicht mal sein, dass das wirklich der Typ von der Kirche ist? Der sich als Reverend vielleicht ausgegeben hat? Wow, fuck! Ich dachte, ich wäre gegen Baum geballert. Shit. Hä? Von wegen? Willst du mich verarschen? Als ob der da nicht runtergeflogen ist. Okay, wir müssen wieder rüber. Ey. Da hätte ich mich ja... Oh, scheiße, warte mal. Wie kam ich jetzt nochmal? Da hätte ich mich aber geärgert, wenn das nicht funktioniert hätte mit der Karre. Ohne Witz. Weil ich wollte die nicht unbedingt zurücklassen. Die ist schön schnell.
Das Problem ist, warum ich... Oh nein, jetzt rauch doch nicht. Warum ich vorher noch nicht so richtig gut aufgepasst habe, war einfach nur, weil ich überlegt hatte, okay, wann hast denn die Folge angefangen, um welche Zeit? Na? Oh, die Alter. Die Karre raucht halt böse, aber die ist schnell. Warte. Da. Ah. Scheiße. Mir egal. Und jetzt werde ich 100 Pro irgendwo reinballern. Ich weiß es jetzt schon. Warte mal. Welchen Weg wollte ich ausprobieren? Oben lang, ne? Einfach oben lang, genau. Ob das kürzer ist? Wäre halt schön, wenn ich die Karotze mitnehmen könnte. Dafür darf ich aber, glaube ich, keinen Unfall mehr bauen, ne? Donald vorbei, Ansel vorbei. Aber seinen großen Plan wissen wir, glaube ich, immer noch nicht, oder? Es wäre halt echt ein Wunder, wenn wir das packen würden. Ich hätte mir vielleicht die Karre nochmal klauen sollen, aber jetzt bin ich einigermaßen scharf darauf, das auch mit der Karre bis zum Ende zu bringen. Also bis nach Hause zu bringen. So, hier haben wir Platz. Alter, das raucht echt wie's böse. Ich hätte mal bloß noch einen Kratzer oder so und ich bin dezent am Arsch. Ja, Vorsicht. Das ist machbar, wenn da nicht ein fucking Lieferwagen blöde rumstehen würde. So, Einfahrt 1. Einfahrt 2 war ja die zu meiner Garage. Das wäre es gewesen, jetzt ging es Tor fahren und das Ding fing an zu brennen. Okay, schön. Wir werden aber erstmal dranbleiben, weil ich will jetzt mal wissen, was der für ein großes Projekt bitteschön hat. Da kann ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht so wirklich drunter vorstellen.